Sorry. So, wo war ich? Okay, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Von unten bist du gekommen. Von hier? Ja. Sicher? Nö. Doch, kann sein. Ja. Das hast du jetzt gerade aus dem Kopf erzählt. Ja klar. Das ist aber. Ich mache ja nur 5 Minuten. Ja, aber ich habe gedacht, du hast ein Hörbuch laufen oder so im Kopf, auf Kopfhörern und so und Nee. laberst nach. Nee. Bin ich voll traurig, die Viecher zu töten, weil die machen gar nichts. So. Ja, hier ist irgendwo der liebe Kornifer. Grenze des Königreichs. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Regine. Regine, hast du mitbekommen, meine Real-Life-Geschichte? Gute Nacht, Regine. Der Ray, was geht ab? Danke für deinen Raid, Ray. Schlaf gut. Und hallo, Ray, vielen Dank für den Raid. Ist alles gut bei dir? Wie lief dein Game? Zelda. Ja. Guten Abend. Dir auch einen guten Abend. Danke vielmals für dein Raid. Immer noch Tears of the Kingdom. Bist noch nicht durch? Einiges an Quests gemacht, krass. Und macht noch Spaß. Versuch die 100% zu erreichen, das ist aber ein ziemlich hochgestecktes Ziel, mein Freund. Dieses Theme klingt wie die Moonlight Sonata. Ah, ich finde, ich bin auf einem guten Weg. Das ist schön. Ist das nicht ein gemütliches Loch? Ich habe mich in die Wildnis dort draußen vorgewagt und dachte mir, eine Pause wäre ganz angebracht. Die Landschaft ist recht friedvoll auf dieser Seite der Stadt, aber die Bewohner sind genauso wild wie überall. Gib mir die Karte des Gebiets, mein Freund. Ich habe erst gestern, nee, doch, wann? Doch gestern habe ich meinem kleinen Bruder Zelda Breath of the Wild zugeschickt, damit der ein bisschen zocken kann. Das hört sich an wie eine Mischung aus Star Wars und der Moonlight Sonata.
hast schon was dazu gesagt, also einen ersten Eindruck geteilt. Ne, der hat das heute bekommen. Und ich weiß noch gar nicht, ob er so aktiv spielen wird. Aber ich finde halt Breath of the Wild ist der Shit, ne? Ist einfach ein richtig gutes Spiel. Okay, ich denke, hier komme ich nicht raus. Einfach ein super Game. Und Tears of the Kingdom hat er bis jetzt auch richtig gute Bewertungen bekommen. Links. Also ich soll hier nicht weiter. Geht's hier nirgends lang? Da unten ist eine Bank. Irgendwo hat doch vorhin jemand gesagt, der Boden sah locker aus. Fuck. Wieder in der Station der Könige. Jetzt? Hier war ich doch schon. Jetzt weiß ich, wo ich rauskomme. Ach so. Ja, krass. Hey, konnte man dann hier... Da konnte man am Anfang schon durch, oder was? Das ist sehr heftig. Diese Zeit, wie krass. Was zockst du zurzeit sonst noch so, Gray? Zockst du nur Zelda gerade oder zockst du so privat auch irgendwas? Also die Musik hier gefällt mir schon wahnsinnig gut. Ja. Vor allem das klingt wie Star Wars. Und dann kommt ein anderer Ton. Ich glaube, das gefällt mir bis jetzt soundtechnisch am besten. Verrecke. Auch wieder alles etwas umstellen und mehr reinnehmen, da ich bei Zelda so weit bin. Was ist auf dem Plan? Ey, die Musik gefällt mir richtig gut, ne? Ohne Scheiß jetzt mal. Ist echt schön. Hörst du das? Ja. Ey, es gefällt mir hier. Ich fallen die ganze Zeit Blätter und so. Hier ist, glaube ich, das schönste Gebiet bis jetzt. Ah, das ist ein riesiger Nippel. Oh.
die nicht allzu sehr. Etwas anderes. Was geht bei dir, Gemma? Gemma, willkommen zurück. Wie war's? Wie lief Hand? Hallo, willkommen zurück, Gemma. Wie war's? Wie lief Hand Showdown? Schlüssel wird es schwer. Geh noch mal rum, komm. Two win, drei lose. Bist du jetzt schlecht gelaunt, Gemma? Weil ich mich immer nicht entscheiden kann, wo ich zuerst erkunden soll. Deswegen erkunde ich dann immer wieder, gehe ich da wieder zurück, weil ich denke, ja, vielleicht muss ich da erst noch gucken. Weil ich das sonst vergesse. Ach so, Shortcut. Was hast du denn gefragt? Ob Gemma jetzt schlecht gelaunt ist. Ist es nicht so, dass man, wenn man in den Handschau dann irgendwie lost, dann ist man dead? Und das ist jetzt wieder ein Shortcut quasi. Ist das nicht das Permadeath-Game? No. Ich spiele Spiele zum Spaß, man findet jetzt seine Sachen. Ein Wunder, dass er so viele runterfallen darf, zu Recht, ja. Triggert nicht so schnell etwas. Ne, das ist doch super. Das ist echt super, ja. Wobei ich aber sagen muss, also bei Hand wird mir das schon, also wenn ich weiß, ich hab's halt echt noch nie gespielt, aber ich bin halt einfach auch sau scheiße in diesem ganzen PvP-Zeug. Wobei das ja auch nicht wirklich PvP ist, ne, sondern eher so ein PvP-PvE-Ding. Ich hab ein bisschen Angst, Maxi. Ich hab zur Zeit wieder ein bisschen Bock auf Ark. Oh je.
ich will nach da drüben rein. Ja, die ersten zwei Runden haben wir alle Teams weggemacht und die Bosse. Das ist. Ist es? PvP. VE quasi, ne? Boah, die Musik gefällt mir wahnsinnig gut hier. Boah, stirb doch bitte einfach, du nächste Vieh. Schnee oder sind es einfach wirklich Blüten? Ja, ganz schön viel. Wie heißt das Gebiet jetzt? Grenze des Königreichs. Das finde ich, glaube ich, echt geil. Mal sehen, wie das Königreich dann aussieht. Königreich ist doch immer noch schon die ganze Zeit, oder? War ja auch ein dicker Nippel, den ich gefunden habe, dass du dann weiterhin nicht hast. Hä? Ich habe ihn doch geschlagen, was genau? Ich habe ihn voll aufgeschlagen und es ist nichts passiert. Dann habe ich gedacht, wird schon nichts passieren. Ja, es gibt vier Dreierteams, die müssen die Bosse killen und sich gegenseitig die Trophäen wegschnappen und dann in Sicherheit bringen. Okay, krass. Klingt aber schon ein bisschen stressig, muss ich sagen, immer. Ich check bis jetzt nicht, wie ich diese Viecher killen muss. Ah, ein weiterer Krieger findet seinen Weg in unser schönes Kolosseum. Wir sind das Ziel all jener, die sich in intensiven und tödlichen Kampf versuchen wollen. Alles, was man dafür tun muss, ist ein Zeichen auf einem Prüfungsbrett. Auf dem Prüfungsbrett seiner Wahl zu setzen und zack, die Tore der Arena werden sich öffnen. Jede Prüfung kostet eine geringe Gebühr, aber ich bin sicher, als fähiger Kämpfer hast du reichlich Geo gesammelt. Nun, bevor du deinen Nagel ziehst und eilig in den Kampf stürzt, will ich dir einen Rat geben. Gleich hier unten gibt es eine Grube für Krieger, wo deinesgleichen auf ihre Prüfung warten. Bondage. Ich empfehle dir dringend, dich dort auszuruhen, bevor du dein Zeichen setzt. Oh, und glaube mir, ich bin auch ein furchterregender Krieger. Lass dich nicht von meiner Größe täuschen oder meiner momentanen Einschränkung. Das Kolosseum ruft uns beide. Ich werde bald wieder kämpfen. Zahl deinen Beitrag und du kannst die Prüfung.